Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem Texture Pack Video. Ihr wollt bestimmt wissen, wie man 1 von 8 Texture Packs bekommt und welche schon da sind, beziehungsweise. Hier haben wir einmal das John Smith Texture Pack. Das ist auch das, was ihr in den letzten Tests seht. Das ist eigentlich relativ gut, finde ich. Und ja, ihr gebt einfach bei Google ein John Smith. Dann kommt ihr hier hin. Ja, da sind ein paar Bilder, komischerweise, bestimmt so ein Decker, keine Ahnung. Und dann kommt ihr hier hin. Und wichtig ist, dass ihr lädt das dann hier runter, klickt dann so da drauf und kommt dann hier auf die Seite zum Beispiel. Ja. Feel Cool Jukas. Werbung überspringen, ja. Da drückt ihr dann drauf. Und dann wird er gleich hier sagen, da drückt man dann drauf und dann kriegt man den Download. So. Und was auf bei jedem Texture Pack wichtig ist, sage ich jetzt schon mal im Voraus. Man braucht diesen Patcher hier. Dieser Patcher ist dafür da, dass die HD-Sachen halt gepatcht werden, also der Minecraft-Patcher. Und dann geht das. Ja, den kann man sich hier auch runterladen. Moment, wo kann man den hier runterladen? Hier zum Beispiel klickt man auch wieder auf einen der Links und wird weitergeleitet. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Texture Pack. Bis gleich. Ja, und jetzt kommen wir zum Misa's Realistic, oder wie es heißt. Und ja, es ist ein Texture Pack, was für die 1 von 8 gedacht ist, wie gesagt. Es ist eigentlich ein sehr bekanntes Texture Pack. Sieht eigentlich auch sehr schön aus. Es ist auf jeden Fall HD. Schöne Sachen dabei. Ja, die Creeper, die sehen schon lustig aus. Die auch. Ja, die sehen böse aus. Ja, der Regen. Man hat halt hier einige Bilder, wo ihr euch das mal anschauen könnt, wie alles aussieht. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das kann man schon mal sagen. Das sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Muss ich echt sagen. Und ja. Oh, hier sind Slimes. Die sehen auch witzig aus. Ja, und wie ihr das runterladet, wo ist denn jetzt hier der Download-Link? So, Moment, muss bestimmt ganz oben sein. Genau, dann hat man hier links Main Download, klickt da drauf, kommt man wieder auf dieses Adfly, was das ist, wartet 4 Sekunden oder 3, 2, 1. Drückt dann wieder auf Werbung überspringen. Ja, Werbung überspringen. Ja, würdest du jetzt mal anfangen? Ja. Ja, dann ist das nicht so toll hier. Zack. Dann geht man halt, was haben sie denn hier noch angeboten? V-Raw Link 2, was haben wir denn da? Ach, dann geht man hier rauf. Und schon ist man zack da und klickt dann hier auf Download from Mediafire, genau. So, und hier ist natürlich auch wieder sehr wichtig der MC-Patcher. Wo hat er den jetzt hier reingemacht? Ja, hier. Dann klickt man einfach hier drauf und hat den MC-Patcher. So, und dann kommen wir zum nächsten Texture-Pack. Wir sehen uns gleich. Ja, und jetzt sind wir beim letzten Texture Pack. Das wurde mir mal empfohlen. Ich habe es noch nie getestet, aber ich möchte es gerne mal vorstellen. Das ist das Mixcraft Semi-Realistic Texture Pack. Das ist auch ein 32x32 Texture Pack und es ist von der 1.8 schon. Hier sieht man mal ein paar Bilder, können wir uns ja mal anschauen. Hier sieht man die ganzen Items. Dann, ja, das Holz, so. Fanmade Trailer, ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, die Orks, die sieht auch nicht schlecht aus, haben sie auch gut hinbekommen. Ja. Also man geht dann, Moment, wo kann man das denn runterladen? Ja, hier kann man einmal runterladen. Druck mal hier drauf, glaube ich. Ach, das ist hier dieser Scheiße, auch bloß ab damit. Zack, und damit, weg mit der Kacke. Dann gehen wir hier drauf, ist das. Wait, 3 Sekunden, okay. Hier zu continue. Drückt man da drauf und muss schon wieder warten. Nee, das funktioniert jetzt nicht. Zack. Ja, und man wird auf Rapid Share weitergeleitet. Und dann kann man das hier, gibt man hier drauf downloaden, dann gibt man drauf. Gibt's Mixcraft Texture Pack ein und dann geht er darauf und schon habt das. Ja, wo haben wir denn hier? Was können wir hier? Braucht man dafür auch den MC Patcher? Moment. Bla bla bla. Ich würde es auf jeden Fall mal sagen. Ich stand auf was noch gerade. Ja. Most Recent HD Patch. Genau. Den braucht man dafür auch. Hier sieht man ihn nochmal ganz genau. Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß mit den Texture Packs und haut rein.